Patchwork-Families können aus finanzieller Hinsicht recht anspruchsvoll sein. Also beispielsweise, wenn der Vater versterben sollte, dann ist es so, dass die Kinder aus erster Ehe schlussendlich zwar erbberechtigt sind, aber keine Alimente mehr zur Verfügung haben oder bekommen. Was sie aber zu gut haben, ist eine Waisenrente. Aber das kann relativ verzögert doch auch manchmal. Die Frau aus zweiter Ehe, die hat eine ganz normale Witwenrente zu gut. Bei den Alimenten hat es einen zweiten Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Und zwar, wenn jetzt beispielsweise der Vater, der die Alimente zahlt, plötzlich arbeitslos wird oder viel, viel weniger verdient, hat er den Anspruch und das Recht, sich die Alimente zu reduzieren. Das ist meistens prozentual, werden die Alimente berechnet auf das, was man dann schlussendlich verdient. Das bedeutet dann schlussendlich für die Familie, dass sie auch weniger bekommt. Und darum ist es ein wichtiger Punkt, den man anschauen muss.